Ja, genau. Das sind die Nervenvitamine. Sie sind auch Ja. tatsächlich sehr zentral. B-Vitamine gibt es ja sehr viele. Nicht alle brauchen wir zum Glück für diese Prozesse, aber doch schon einige. Also Vitamin B3. Also man kann sich's gut merken, es ist die Dreierreihe. 3, 6, 9, 12. Ah, okay, gute Eselsbrücke, ja. Ja, bei den vielen Vitaminen braucht man es manchmal. Ja, also 3, 6, 9, 12 heißt 4 B-Vitamine und die haben unterschiedliche Funktionen. Die sind auch, naja, sie befeuern sich auch manchmal so selbst. Das heißt, wenn du einen Mangel an einem hast, kann es dann auch sein, dass es indirekt wieder einen Mangel woanders gibt. Also es ist nicht umsonst eine Gruppe, wie man das auch nennt, die B-Vitamin-Gruppe. Sie haben aber dann doch wieder spezifische Funktionen. Also wenn man sich das Vitamin B3 zum Beispiel anguckt, das hat viel mit der Serotoninbildung zu tun, also mit unserem Glücksbotenstoff, der Ausgangsbotenstoff für Melatonin, unser Schlafhormon ist. Serotonin zügelt auch unseren Heißhunger. Das heißt, diese komischen Verhaltensweisen bei Stress, wo man nach Dingen greift, die man eigentlich gar nicht, von denen man weiß, die sind nicht so schlau. Wenn du viel Serotonin hast, wird es Ah, dann kriegt man ausbalanciert. nicht so eine Heißhunger. Genau, und deshalb, also da spielt zum Beispiel Vitamin B3 eine wichtige Rolle für die Bildung von dem Serotonin. Und ja, man merkt es auch bei Menschen, die, also jetzt nicht laborauffällig, aber so ein bisschen in der Unterdosierung, sagen wir mal, sind, also nicht optimal versorgt, die haben dann auch öfter mal Schlafstörungen. Und das erklärt sich eben mit dieser Kette, ne? Weil Serotonin nicht richtig gebildet wird. Das wird dann auch noch für ein paar andere Dinge tagsüber gebraucht und dann ist für abends für Melatonin nicht mehr viel übrig. Und das steuert das Einschlafen, Serotonin. Wir haben ja noch andere Schlafhormone, die andere Prozesse im Schlaf steuern, aber das Serotonin ist ganz viel auch fürs Einschlafen zuständig. Das heißt, wenn man Schlafprobleme hat, mal gucken, vielleicht fehlt da ein bisschen Vitamin B3 oder das richtige Eiweiß, ne, das Ausgangsgerüst ist. Wo findet man B3 in welchen Lebensmitteln? Ja, das ist total schön, weil meistens schüttelst die Menschen dann immer. Also wenn du so richtig viel willst, solltest du Leber essen. Ja, Und da das ist immer so gibt's, ein ne, das Thema, polarisiert. Die einen ja. machen kleine Freudenhüpfer und sagen, ja, ich wusste es schon immer. Und die anderen, die sagen so, nee, also kann ja gesund sein, wie es will, aber bringst du ihn nicht rein. Es gibt noch mehr Möglichkeiten. Ich habe jetzt mal gedacht, ich schocke Ich finde auch mal. immer, Leberwurst ist vielleicht eine ganz gute Alternative, oder? Weil das vom Ja. Geschmack her ein bisschen. Ja. Und die viel gezeiten Würste, das verarbeitete Fleisch ist ja durchaus zu hinterfragen. Aber wenn man jetzt von einem guten Metzger ist, wird eben auch Leber mit in Würsten verarbeitet. Das wissen die meisten gar nicht. Ne? Ah, So, okay. wir essen viel mit, von dem wir nicht wissen, dass wir so essen. Also das ist tatsächlich, oder Leberwurst ist auch eine gute Option. Die können noch viele essen, nur wenn sie Leber nicht mögen. Wer jetzt nicht so in gar keiner Form der Leberfan ist, kann zu Erdnüssen greifen zum Beispiel. Die sind auch sehr reich an Vitamin B3. Also die Erdnüsse zum Bier sind vielleicht gar nicht so dumm. Ah, okay. Ach, im Bier hat man auch B-Vitamine drin. Ja, im Bier hat man natürlich über die Hefe, die ja B12 auch bildet, auch ein bisschen B-Vitamine. Das ist immer das, wo dann die Augen der Männer meistens glänzen, die da sagen, ich weiß was für B-Vitamine. Also es ist ein vielleicht alkoholfreies Bier mit Erdnüssen wäre gehirnoptimal. So, das mit dem Alkohol ist ja fürs Gehirn nicht immer so ganz ideal. Ja. Ja, und das ja, was sehr spannend ist, im Prinzip auch Getreide, vor allen Dingen Mais. Aber da gibt es eine super schöne Geschichte zu, die zeigt, dass das, was in der Nährwerttabelle steht, noch lange nicht funktionieren braucht. Also da hat der Mais, der klingt, wenn man das so liest, nach wow, das ist ja toll. Oh, und ich liebe Nachos und Mais-Tortillas und super, ja, Vitamin B3. Also das, was gut schmeckt, ist auch noch gesund. Sollte, ja, denkt man Von so der dran, ne? Nährstoffliste, Deshalb ja. sage ich, man schaut in die Nährwerttabelle und freut sich. So, und dann, ja, genau, dann schaut man besser zweimal hin.
Wenn man nämlich sieht, wie die Mais-Tortillas traditionell hergestellt werden, wird nicht einfach das Maismehl angerührt und Tortillas gebacken, sondern die Maiskörner, die werden eingeweicht und gekalkt über Nacht. Und diese Prozesse sorgen dafür, dass dieses Vitamin überhaupt erstmal zugänglich wird für uns, weil ansonsten sind über 70% da zwar laut Tabelle drin, aber für uns gar nicht verfügbar. Das ist ja immer ein Thema, die sogenannte Bioverfügbarkeit. Also wie kriege ich denn jetzt diese tollen Nährstoffe überhaupt aus den Nahrungsmitteln da raus? Bei manchen geht das ganz einfach und bei anderen, siehe Mais, eben nicht. Und das ist super spannend, weil oft diese traditionellen Kochverfahren genau diese Knackpunkte, wie mache ich Mikronährstoffe oder andere Nährstoffe für mich überhaupt verfügbar? Das haben wir auch bei Hülsenfrüchten, ne? Oder wie kriege ich Dinge, die nicht so optimal sind, weg durch Einweichen oder keimen lassen oder was auch immer? Und deshalb ist es keine gute Idee, einfach Maismehl zu Tortillas zu verarbeiten. Also die haben tatsächlich original in Mexiko spezielle Tortillamehle dafür, die gekalkt sind. Ne? Also dieser Prozess, wo das eingeweicht wird. Und es gibt tatsächlich Regionen in Afrika zum Beispiel, wo die halt einfach Mais so verwenden. Und wenn das sozusagen die Hauptnährstoffquelle ist und sonst nicht viel drumrum und es wird nicht so aufbereitet, dann bekommen die Mangelkrankheiten tatsächlich. Also berühmt geworden ist die Pellagra, raue Haut. Die wird besonders schlimm, wenn die Sonne noch auf die Haut scheint. Es kann sogar Blasenbildung geben und so. Also richtig heftig. Und das ist damit bedingt, weil das B3 nicht mobilisiert werden kann, was unter anderem auch für die Haut eine Rolle spielt. Also da sieht man schon, wie wichtig das ist, dass wir nicht nur blind auf die Nährwerte schauen in Tabellen. Und Auf das jeden Fall. gilt ganz oft für Nährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe. Das ist eigentlich nur der Einstieg. Und dann muss man näher hingucken, was heißt es denn tatsächlich, wenn wir sie essen möchten. Okay, aber jetzt die Ja. Tortillas, die man so kaufen kann, das heißt, die haben dann alle diesen Kalkprozess durchgemacht Ich glaube hier oder was? nicht. Also Wir hier. leben ja zum Glück nicht hauptsächlich von Mais-Tortillas, also zumindest die meisten würde ich mal schätzen und die den Kongress anschauen, wahrscheinlich nicht. Okay. Viele Tortillas hier sind mit Weizenmehl gemacht, da kann man sich ja auch drüber Ah, streiten, ob das das heißt, es ist auch jetzt, gar kein Mais mehr drin. Ja. nee, da ist dann Weizen drin und hast eine andere Thematik mit dem Weizen. Also ich bin jetzt dazu übergegangen, seitdem ich das weiß, tatsächlich mit Kichererbsenmehl das zu machen, funktioniert prächtig. Aber auch da sind wir wieder bei Hülsenfrüchten. Man muss die Dinge natürlich auch zuzubereiten wissen. Aber wie gesagt, wir leben ja jetzt nicht nur von Mais oder von Tortillas. Deshalb ist es nicht ganz so schlimm. Also man kann die Nachos oder diese Tortillas dann schon auch essen. Aber Ja, nur sollte jetzt man sich nicht einbilden, dass man damit sein exakt, ne? Vitamin Als B3-Therapie würde ich es nicht empfehlen. B3. Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Ist Vitamin B3-Mangel denn verbreitet in Deutschland oder? Eigentlich nicht so sehr, weil wir, also die meisten ja immer noch auch tierische Produkte essen, also Fleisch oder Nüsse wie Erdnüsse, das zu sich nehmen. Das heißt, es ist eine der wenigen Vitaminbaustellen, die nicht so groß sind. Es gibt ja diese nationale Verzehrsstudie, die leider auch schon ziemlich alt ist. Die letzte ist von 2008, glaube ich. 2007, 2008 sind die Daten erhoben worden. Hat sich ja auch viel getan Richtung vegetarisch, vegane, Flexitarier-Ernährung. Also ich weiß gar nicht, wie repräsentativ diese Daten da noch sind. Also wenn du danach gehst, ist höchstens 2% bei uns der Erwachsenen von einem B3-Mangel betroffen. Also würde man sagen, es ist in der Regel zu vernachlässigen, weil das oft dann auch Gruppen sind, die ohnehin in einem besonderen Gesundheitszustand sind, wo ganz viel in Schieflage ist und dann ist halt auch das B3 nicht mehr in Ordnung. Es gibt durchaus andere Vitamine, wo das ganz anders aussieht, also auch B-Vitamine. Okay. Aber Mangel, also kein Mangel und optimale Versorgung ist wahrscheinlich auch nicht das Gleiche, ne? Also Genau, das ist ja. nicht das Gleiche. Und wer viel Stress hat, oder ja, wer ein bisschen Richtung depressiver Verstimmungen neigt, je nach Stoffwechsel sind wir wieder beim Individuellen, ja, wie viel brauchen wir, kann es durchaus sein, dass man auch erhöhten Bedarf hat. Und dann ist eben nicht krank werden
nicht das Optimale. Was? Also diese unterkannten Werte, die sind halt manchmal auch schwierig. Ja, das stimmt. Ja, das nächste auf der Liste war, glaube ich, B6, ne? Genau, die Dreierreihe. Genau, B6. Das konnte ich mir jetzt merken. Super, ne? Ja, also B6 ist eigentlich das zentrale B-Vitamin, wenn es um Gehirnbotenstoffe geht, weil das wirklich in allem drin ist, in diesen beiden Stoffwechselketten, die ich erwähnt habe, zum Teil auch mehrfach. Also einmal unsere Top-Gehirnleistung und dann Top-Entspannen und Schlafen. In beiden Ketten kommt Vitamin B6 vor.